Hallo Leute und willkommen zurück zu World of Tanks. Ja, ohne großartig Rumgerede, aber es schon bei Amrit angekündigt und auch hier wird es so kommen. Ich verabschiede mich endgültig aus den Online-Tank-War-Spielen, also Panzer. Online-Panzer spielen. Ja, nee, Leute. Ist eigentlich auch eure eigene Schuld. Ja, gut, jetzt hier bei der neuen Staffel von World of Tanks geht es ein bisschen. Da kriege ich schon so ein paar Daumen mehr. Aber nee. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ja, ihr müsst mal überlegen. Es steckt für mich jedes Mal. Allein das Video kostet schon über. Oder etliche Stunden an Arbeit jedes Mal. Na? Und ich bringe ja 3 Folgen in 2 Wochen raus und das ist ja über 10 Stunden Video allein Arbeit an diese Videos. Na? Und offline, was ich jedes Mal offline mache, na, das seht ihr ja nicht, damit ich euch mal wieder was Neues zeigen kann. Das sind Wochen an Arbeit, na, die ich euch dann jedes Mal na, vorenthalte oder halt nicht zeige. Das müsst ihr hier nicht unbedingt sehen. Jedenfalls, das ist jetzt eindeutig die letzte Folge. Sorry, ist Staffel 3 nicht so lang geworden. World of Tanks macht mir noch Spaß. Ich würde es ja eigentlich gerne weitermachen, aber ich habe einfach keine Lust mehr drauf. Meine Arbeit wird nicht respektiert, ne? Sie wird nicht mit Daumen bewertet bei Amorit und hier auch bei World of Tanks. Nee, ich habe einfach keine Lust mehr. Vor allem mir jedes Mal den Stress zu geben, dass ich euch nächstes Mal, wenn die nächsten Folgen rauskommen, wieder mal ein bisschen was zeigen kann und so weiter und so fort. Ich habe da einfach keinen Nerv mehr drauf, keine Lust mehr drauf. Es wird vielleicht irgendwann ab und zu mal ein paar Folge, eine Folge oder 2 Folgen mal geben. Aber die stehen dann halt nicht im Sendeplan drin. Aber verlasst euch da nicht drauf. Wie gesagt, bei Warsana hatte ich das auch schon mal angesprochen, dass ich vielleicht mal welche mache und habe bis heute noch keine neue Folge aufgenommen. Naja. Na, mal schauen. Vielleicht gibt es ab und zu mal neue Folgen, dass ich euch mal so ein bisschen was Neues zeige. Dann wird es sowieso nur Replays geben. Aber wie gesagt, verlasst euch nicht drauf. Jedenfalls, ich wollte euch als allerletzte Folge für immer, jedenfalls für das normale Let's Play und für die normalen Staffeln, das ist meine letzte Folge, wie gesagt, ne? Dann euch nochmal meinen anderen Account zeigen. Habe ich bisher auch noch nicht sehr weit gemacht, ne? Ich bin jedenfalls hier an der letzten Kanone immer noch dran mit 39.764. Ne? Was World of Tanks da sowieso momentan abzieht, finde ich sowieso der allergrößten Schwachsinn. Ne? Dass World of Tanks immer mehr zu Pay-to-Win wird. Also Free-to-Play ist das schon lange nicht mehr. Ne? Ab einer bestimmten Tierklasse kannst du World of Tanks ohne irgendein Premium-Fahrzeug, ohne irgendein Premium-Account gar nicht mehr spielen. Es geht gar nicht. Außer du fährst hier 50.000 Runden mit irgendeinem anderen Panzer, damit du mal ein bisschen Kohle zusammenkriegst. Damit du mal ein Tier 8, Tier 7, Tier 8, Tier 9, Tier 10 Fahrzeug mal wieder reparieren kannst. Damit du mal wieder eine Runde mit diesem Panzer fahren kannst. Das kleine bisschen, was man teilweise mit, sogar das kleine bisschen, was man teilweise hier mit Premium-Fahrzeugen annimmt, ne? Das ist auch nichts mehr. Ne? Das ist auch ein totaler Schwachsinn, was man heutzutage mit Premium-Fahrzeugen einnimmt. Ne, mit meiner dicken Max, ich weiß, es ist eine Tier 6. Ne, aber Spitzen, wenn ich eine Spitzenrunde hinlege und gerade mal 5000 Credits einnehme, ne? Also da kann ja wirklich irgendwas nicht stimmen mit den Leuten. Also, nee. Also World of Tanks ist schon lange kein Free-to-Play mehr. Naja, großartig rumgemeckert. Ne, ihr kennt die Ferdinand ja. Ne? Ich habe leider immer noch nicht das letzte Rohr. Schade eigentlich. Aber wie gesagt, ich komm nicht wirklich dazu und habe auch keine Lust mehr weiterzumachen. Nee, ich verabschiede mich, wie gesagt. Das ist jetzt die letzte Runde, die ich mit irgendwelchen Online-Panzerspielen machen werde. Ich habe da einfach keinen Nerv mehr drauf, keine Lust mehr drauf. Die ganze Arbeit, die in diesen Folgen jedes Mal drinne steckt, ne?
Ja. Vor allem, ne? Teilweise, da gucke ich ja den stundenlang die ganzen Replays durch, ob ich da euch mal vielleicht so ein, zwei Runden mal zeigen kann oder so. Ne? Das ist ja auch wieder extra Arbeit. Ne? Und diese Politik, dass sie die ganzen Karten rausnehmen, ne? Als hätte World of Tanks nicht schon wenig genug Karten. Nein, sie müssen noch mehr Karten rausnehmen. Ne, das habe ich jetzt schon des Öfteren angesprochen. Ne, Mein Cousin und der ich neue haben mal Patch mit ist noch unseren nicht Kennen gekommen gefochten. bis jetzt. Ne, heute ist der 22.07., damit ihr mal so ein bisschen Überblick habt, wann ich diese Folge aufnehme. Alter, und diese Karte, die ist so dermaßen rar, selten geworden, dass man die mal kriegt, dass man die mal spielen darf, ne? Das ist schon krass. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus hier auf dieser Karte, wo ich überhaupt hinfahren muss. Naja. Ja. Oh, da hinten haben sie ein bisschen was verändert. Das kenne ich gar nicht so, dass da so eine Grünfläche ist. Hier war, glaube ich, eine Sackgasse gewesen. Ja, Leute, entweder ihr fahrt oder lasst es. Und sich aber auch kein Stück weiter raus, ey. Das ist gerade so ein bisschen ärgerlich. Ja, toll. Jetzt, wo ich mich gerade drehe, da trauen sie sich raus. Jetzt, wo ich mich drehe, trauen sie sich raus. Alter, der stand so nah an mir dran und hat mich nie aufgekriegt. Krass. It's a trap. Musst du üben, liegt am Ziel. Ja, da habe ich auch nicht richtig gezielt, gebe ich ja zu. Na, da komme ich gerade nicht richtig durch. Ja, wie gesagt, das ist auch die letzte. Ist ja noch nicht die letzte Kanone. Sie verscheißern mich. Gibt's Ich nicht. scheiße nicht auf Sie. Der steht mir so ein bisschen im Wege, da. Ah, nee, die Runde ist für mich verloren, auf jeden Fall. Das wird nix. Du siehst aus wie ein Haufen Hundescheiße, der von einem Auto überrollt wurde! Ja, die Runde ist für uns gelaufen, auf jeden Fall. Er ist tot. Tot? Was heißt tot? Sein Lebensfunken ist in der Scheiße erstickt. Seine Seele hat ihn verlassen, aber sein Gestank ist geblieben. Beantworte das deine Frage?
dann kriege ich auch noch ein Leck hier. Das ist ein gefährlicher Irrer! Konnichiwa, ihr Schwanzlutscher! Nein! Ja. Auf die Fete wollte ich ja gar nicht! Was hast du denn nun wieder, du verdammte Fixlaus? Dieser Anschluss ist vorübergehend erreichbar. Bitte rufen Sie später wieder an. Nein, zurück zur Garage. Ja, das war schon wieder. Jetzt muss ich erstmal wieder 20 Runden, müsste ich normalerweise wieder 20 Runden mit der dicken Max fahren, damit ich wieder überhaupt genügend Geld für die Reparatur für die Ferdinand zusammenkriege. Weil die kostet man ja eben so 30.000 in der Reparatur mit Munitionsauffrischung. Naja. Tja, Schwachsinn. Nee, also wirklich, also Wargaming müsste wirklich mal überprüft werden, ey. Dieses Spiel. Also, das hat schon lange nicht mehr den Titel Free-to-Play verdient. Also, das ist schon längst kein Free-to-Play-Spiel mehr. Das Wort Free-to-Play besagt, dass man ein Spiel von Anfang bis Ende ohne irgendwelche Geldausgaben, Echtgeldausgaben spielen kann. Und das ist in diesem Spiel nicht möglich. Nee, ist nicht möglich. Ne, wenn es bei euch anders läuft, ich sag's immer wieder, wenn es bei euch anders läuft, ne, habt ihr Glück? Na, habt ihr Glück, wenn es bei euch anders läuft? Scheiße, du siehst ja krass aus. Wie ein Hoden mit Zähnen. Aber als hätte Freddy Krueger das Gesicht der topografischen Karte von Utah mit meinen Account so läuft. Na, das hat nichts damit zu tun. Bevor hier gleich wieder hier die Hater kommen von Amorit, ne? Das hat nichts damit zu tun, dass ich so schlecht spiele. Ich habe niemals behauptet, dass ich ein Pro-Spieler bin. Hab ich niemals gesagt. Ja, war klar, verloren. Nee, habe ich niemals behauptet. Ne, da habe ich ja so einen Hater bei Amurit. Ne, der behauptet ja jedes Mal, ne, dass ich so dermaßen schlecht spiele. Dass meine Spielweise einfach nur scheiße ist. Ja. Das soll mich, ne, da sag ich dazu. Es ist meine Spielweise, so spiele ich. Und wenn ihm das nicht gefällt, ja, dann soll er weggehen. Aber er kann mich nicht dazu zwingen, seine Spielweise anzunehmen. So ein Blödsinn, ist denn das? Wurzköpfiger Rosettenhengst! Na, ist denn das? Ne, und ich hatte ja eigentlich auch gedacht, dass diese Möhre hier irgendwann mal... Oh Mann, der letzte der Vulkaner brennt! Camper sind auch gute Bläser, nicht? Hab nicht ich gesagt. Und in die Stadt fährt natürlich keiner. An und du stirbst wie alle. Ui, das läuft ja mal richtig gut mit der Karre. Ja, aber zum Hafen runter ist keiner gefahren, ey. In die Stadt rein. Das wird schief gehen, das weiß ich jetzt schon. Das wird schief gehen, das weiß ich jetzt schon. Ja, das wird auch die letzte Runde sein. Ja, die 15 Minuten sind rum. Habt ihr jetzt ganz wahrscheinlich so ein bisschen den Wecker gehört, sorry. Hey. Schießen denn auch nicht?
bescheuert? Nee, eigentlich hieß es ja mal, diese Karre wird entfernt aus dem Spiel. Ja gut, sie gibt es nicht mehr zu kaufen. Ja, also halt im normalen Spiel. Die FCM, was war das nochmal? FCM 90? AMX irgendwas? Ach, keine Ahnung. Ich habe gerade den Namen vergessen. Und da ich es auf 1090p stehen habe, sehe ich sowieso nicht so richtig. What the fuck? Dachte ich mir schon, dass das schief geht. Das dachte ich mir schon, dass das schief geht. Na, ist denn das? Und das ist nicht, ja, das sind zwei, die hier sind. Alter, wo ist der Typ? Jede Scham einzeln von deinem Tunden abscheißen, von den Eiern bis zum Schopf. Das nächste bekloppte Wix-Team. Ja, wir haben gewonnen und trotzdem so ein scheiß Team. Na, und dann noch ein Teamkiller dabei. Ja, jedenfalls an die Leute, die in Staffel 3 nochmal eingeschaltet haben und mir auch ab und zu mal einen Daumen gegeben haben. Wirklich vielen, 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 vielen Dank dafür. Aber, nee Leute, das war's für heute. Nicht nur für heute. Das war's für immer. Ich bedanke mich vielmals an meine Zuschauer. Und hoffe, ihr hattet wenigstens etwas Spaß an all meinen Folgen, die ich bisher rausgebracht habe. Und hoffe, ihr findet irgendeinen anderen Let's Player. Ja, Leute. Also, bis zu irgendeinem anderen Projekt, was vielleicht euch gefallen kann. Ciao.